Letzten Sonntag war ich in einer verlassenen Zwiebackfabrik unterwegs. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, die Brandfabrik. Ich habe mich tatsächlich mehr aufs Fotografieren fokussiert und wollte das hier eigentlich gar nicht hochladen, da ich wirklich nur wenig gefilmt habe. Allerdings habe ich gedacht, es sind teilweise wirklich sehr schöne Bilder dabei rausgekommen und ich kann euch das ja nicht einfach vorenthalten. Deswegen jetzt hier das Video. Die meisten Bilder sind noch unbearbeitet. Bitte bedenkt das, wenn ihr das Video schaut. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Die Brandfabrik ist wirklich ein riesiger Gebäudekomplex. Wir hätten das alle nicht gedacht, bevor wir reingegangen sind, dass die wirklich so riesig ist. Hier seht ihr jetzt gerade ein paar Aufnahmen von außen. Das Bild hier ist jetzt im ersten Raum, wo wir wirklich drin waren, entstanden, wo ein riesiges Graffiti an der Wand war. Da habe ich dann auch direkt ein bisschen was gefilmt. Das sieht ein bisschen aus wie Waschräume oder sowas. Ich kann nicht genau sagen, was da, ja, das meiste Inventar in den meisten Räumen schon nicht mehr vorhanden war. Beim nächsten Bild habe ich mich wirklich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, da wäre tatsächlich Licht an in dem Raum, was natürlich gar nicht sein kann. Grund dafür war aber hier, wie man sieht, die Decke komplett kaputt und das hat das rötliche Licht verursacht. In der nächsten Halle haben wir dann tatsächlich auch noch ganz schöne Maschinen und so weiter gefunden. Na gut, Kabeldiebe waren natürlich auch schon am Werk, aber da gab es tatsächlich doch noch das ein oder andere, was man ganz gut fotografieren und auch filmen konnte. Ich stehe ja einfach bei Lost Places generell total auf so Detailaufnahmen und fotografiere nicht einfach immer nur die Hallen oder was heißt einfach, natürlich ist das auch cool, aber ich bin dann wirklich jemand, der nach was Besonderem sucht und nach irgendwelchen coolen Sachen, die man dann eben da bestmöglich festhalten könnte. In dem Gebäude sind tatsächlich fast alle Fenster kaputt, ziemlich schade, aber später seht ihr dazu noch auch ein richtig cooles Bild, was mir sehr, sehr gut gefällt, was man ohne kaputte Fenster nicht hätte machen können. Ich hätte nicht gedacht, dass noch so viel, in Anführungszeichen, Inventar vorhanden ist und auch so viele, wirklich auch Unterlagen, wo teilweise sogar handschriftlich noch was hinzugefügt war. Das war wirklich schon sehr, sehr cool. Und was wir dann gefunden haben, hätte ich auch nicht gedacht, und zwar einen Überlassungsvertrag, der wohl für den kleineren Teil der Firma gültig war. Also irgendwie wurde das wohl auch vermietet, so ganz habe ich es nicht durchgelesen, aber das war schon extrem cool. Und wieder sieht man hier riesengroße Hallen. Ich habe extra mal ein paar Bilder davon reingepackt, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie groß diese Hallen tatsächlich sind. Wie gesagt, also wir sind da auch teilweise ein bisschen drin verloren gegangen. An einigen Stellen der Fabrik kam die Decke dann auch schon ein bisschen runter, wie man hier ganz gut sieht. Und wirklich in jedem Raum oder in jeder Halle erwartete einen wieder irgendeine Kleinigkeit von damals. Und überall noch Relikte aus vergangenen Tagen. Ich denke, dass man auch an den Aufnahmen alleine sehr gut erkennen kann, wo ich denn eigentlich war. In dieser Fabrik erinnerte wirklich noch sehr vieles an Zwieback und an die Arbeit damals. Stühle gab es auf jeden Fall genug zu fotografieren, alle übrigens in Rot oder Orange gehalten. Hier seht ihr jetzt das Bild, was ich vorhin meinte mit den Fenstern, das finde ich echt super cool. Und dann sind wir natürlich auch auf die Toiletten gestoßen in dem Gebäude. Da war nicht mehr so ganz viel von übrig, wie ihr hier sehen könnt. Und ganz wichtig natürlich die Handdesinfektion. Die hängt natürlich noch. Generell gab es in der Fabrik super, super schöne Motive, einfach zum Fotografieren. Zum Filmen, wie gesagt, nicht hundertprozentig geeignet, aber ich werde wahrscheinlich sowieso nochmal zurückkehren und dann wirklich alles mit Filmen und auch direkt vor Ort schon kommentieren. Und dann haben wir noch ein Dokument gefunden
was von Betty Brandt handelte, als sie einen Orden verliehen bekommen hat. Ich glaube, es war das Bundesverdienstkreuz oder sowas. Hier so ein kleines Büro. Und hier sieht man sogar noch handschriftlich hinzugefügte Daten. Also auf allem lag irgendwie so ein, ja, wie so ein surrealer Filter. Wie kann es sein, dass man so viele Dokumente in einer Fabrik zurücklässt? Wie kann es sein, dass man irgendwelche Verträge sowie den Überlassungsvertrag und so weiter dort einfach zurücklässt? Den Grund für das Zurücklassen mancher Dokumente, wo auf einigen, wie gesagt, auch noch handschriftliche Dinge zugefügt waren, werden wir wohl leider nie erfahren. Von einer Halle aus konnten wir aus dem Fenster gucken und haben da einen anderen Teil des Gebäudes gesehen, der ein Kuppeldach hat. Und da wollten wir natürlich auch unbedingt noch rein. Hier seht ihr jetzt gerade ein Foto von innen. Es war auch wirklich sehr, sehr cool. Leider auch schon alles sehr, sehr morsch. Die Decke kam runter und ja, das Brandschild war leider auch nicht mehr vollständig. Insgesamt aber ein sehr schöner Raum. Das Kuppeldach hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre verbreitet. Hier seht ihr jetzt gleich mein Lieblingsbild von diesem Tag, und zwar das hier. Der Stuhl mit der Gardine im Hintergrund. Es sieht so aus, als würde die Gardine sich noch ein bisschen bewegen. Und ja, in diesem sehr kleinen Raum habe ich doch auch einige Zeit verbracht. Und hier sieht man auch wieder, dass man an einigen Teilen der Fabrik einfach in der Zeit weit zurückgeworfen wird. Und tatsächlich auch noch viele, viele Verpackungen von Brandzwieback. Insgesamt muss ich sagen, dass ich meiner Meinung nach wirklich ganz schöne Bilder rausholen konnte. Ich habe da einen sehr schönen Tag in der Brandfabrik verbracht. Ich werde auf jeden Fall nochmal zurückkehren und euch dann mitnehmen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video sagt. Ich finde es immer sehr schön, wenn man dann auch in so einer großen Fabrik ist, wo früher wirklich viel gearbeitet wurde, wie man dann sieht, wenn alles verlassen ist und die Natur sich alles Stück für Stück wieder zurückholt.